Für die Fraktion Die Linke hat sich die Abgeordnete Middeldorf zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, es ist ja schon ein Stück weit rausgekommen, dass es der AfD mit ihrem Antrag ja eigentlich nur um eine Sache geht, nämlich uns heute noch mal mitzuteilen und uns aufzufordern, das Landesprogramm für Demokratie, Welt, Offenheit und Toleranz zu beenden, weil sie es für nicht nötig erachtet. Und sie, das hat ja der große AfD-Führer Höcke heute auch noch mal bewiesen, sich in der typischen Phrasenbildung hin und her windet hier an diesem Rednerpult mit großen theatralischen Gesten, um dann immer wieder zu sagen, das Landesprogramm wäre natürlich ein reines und einziges Ideologieprojekt und die einzigen ideologiefreien Menschen auf dieser ganzen Welt. Und schon überhaupt in unserem Bundesland Thüringen ist natürlich die AfD-Fraktion, weil alles das, was die vorhaben, hat überhaupt gar nichts mit Ideologie zu tun. Das hat der Kollege Höcke ja heute wieder versucht, hier mitzuteilen. Was allerdings, wie er gleichzeitig auch bewiesen hat, nicht stimmt. Weil das Einzige, was Sie hier gemacht haben, Herr Höcke, ist ideologisch verbohrt, ideologisch engstirnig hier eine große Marktrede zu halten. Und Sie verwechseln nach wie vor dieses Parlament mit Ihren Großveranstaltungen, wo Sie Ihre Jünger und Anhänger suchen. Hier in diesem Parlament geht es um Substanz, hier geht es um Inhalt und hier geht es um die Frage, wie entwickeln wir dieses Bundesland und wie machen wir das für alle Menschen in Thüringen, und zwar ob die hier leben, ob die hierher kommen, ob die hier geboren sind oder nicht hier geboren sind. Und darum geht es hier und darum geht es auch bei genau dieser Frage. Nur Ihnen natürlich, und das passt, weil Sie ja immer sagen, das ist ein Ideologieprojekt, das passt natürlich auch deshalb zu Ihrer Sichtweise, weil Sie ja erst neulich großspurig verkündet haben, dass 16- und 17-Jährige ja so derart leicht zu manipulieren seien, dass sie lieber nicht wählen können sollen. Und natürlich, und das, wie gesagt, steckt ja hier, und dass dieses Landesprogramm ja auch dazu beiträgt, dass diese ach so manipulierbaren jungen Menschen, es geht also um Sie und euch da oben, durch dieses Landesprogramm und überhaupt natürlich durch dieses, die Politik im Land Thüringen verdorben werden. Die Denkweise sagt im Übrigen mehr über die AfD aus als über die 16- und 17-jährigen Menschen in diesem Land, die ja Gott sei Dank am 15. April auch wählen dürfen. Lustigerweise kommen Sie dann aber, verehrte, hätte ich beinahe gesagt, AfD, mit einem eigenen Landesprogramm um die Ecke, welches Sie selbst also als ideologiefrei bewerten. Und siehe da, ein entscheidender Punkt, weil Sie ja, haben wir ja schon etabliert, abschreiben, ein entscheidender Punkt Ihres Landesprogrammes, was Sie im Übrigen nicht auferlegt haben, Herr Höcke, sondern was Sie irgendwie hier fordern, ist im schulischen Bereich. Ergo sind dort also auch all jene Menschen, die Sie als manipulierbar beschreiben, zugegen und denen Sie gleichzeitig ja mit Ihren Äußerungen eine Teilnahme an der Demokratie aberkennen. Da müssen Sie mir jetzt mal den Zusammenhang erklären. Wenn Sie also sagen, alles das, was sozusagen auch an schulischen Programmen passiert, wäre ideologisch verbohrt, wie dann das, was Sie da vorhaben, nicht ideologisch verbohrt sein soll, aus Ihrer eigenen Argumentation. Also das ist wenig zielführend und macht auch wenig Sinn. Deswegen, dieser Umstand alleine ist also wenig konsistent, was natürlich nicht überraschend ist, denn Ihnen geht es ja ganz offensichtlich um die Implementierung Ihrer eigenen engstirnigen Weltsicht. Überhaupt musste ich mir beim Lesen Ihres Antrages außerdem die Frage stellen, ob Sie einen Heimatbegriff und eine Heimatverbundenheit nur dörflichen Strukturen zugrunde legen und den vielen kleinen und mittleren Städten in Thüringen also eine solche Beziehung aberkennen. Das finde ich zumindest höchst spannend. Aber genau das ist wahrscheinlich auch Ihr eigenes grundsätzliches Problem, der in Ihrem Antrag im Übrigen auch offenbar wird. Denn scheinbar wissen Sie wirklich nicht wirklich selber, was Sie mit Heimat und Tradition gerade in Bezug auf Thüringen meinen, weil wahrscheinlich verlangen Sie deshalb ja auch Heimatforschung an den Thüringer Hochschulen, wobei Sie eben nicht mal benennen, was dann da erforscht werden soll
und natürlich auch nicht die Frage beantworten, ob das, was Thüringer Hochschulen erforschen, auch im geschichtlichen, im kulturellen Sinne, ob das nicht genauso heimatfördernd und heimatforschend, wenn das ihre Begrifflichkeiten sein soll, ist, was also längst passiert. Und es ist schon gesagt worden, Heimat ist auch in gewisser Weise hat das natürlich was mit einem Gefühl zu tun. Und demnach ist es sogar, also Heimat, ein wichtiger und essentieller Teil des kulturellen Selbstverständnisses einer Gesellschaft, ob man das Heimat nennt oder nicht. Aber dieses Gefühl ist Teil eines kulturellen Selbstverständnisses. Und ich glaube, gut, bei Ihnen in der Fraktion wahrscheinlich nicht, da gibt es die Order, das ist der Begriff Heimat und das habt ihr alle so zu sehen. Aber wenn wir in alle anderen Fraktionen unsere Kollegen fragen, ich glaube, dass jeder Einzelne den Begriff oder die Frage, was ist für dich Heimat, völlig anders beantwortet. Und ich behaupte, wie gesagt, dass egal welche Antwort von Ihnen kommt, was Heimat ist, aus Richtung der AfD, dass sich das mit meinem Gefühl und meinem Verständnis auf gar keinen Fall decken wird. Denn ich und ich glaube viele andere Kollegen im Hohen Hause auch, betrachte diese Begriffe nicht starr und allgemeingültig, sondern in einer sich naturgemäß verändernden Gesellschaft wird ganz selbstverständlich auch immer wieder die Sinnfrage neu gestellt und natürlich wird auch ganz selbstverständlich immer wieder das Verhältnis zu seiner Umgebung und auch zu den Fragen von Geschichte und, na klar, auch Tradition gestellt. Aber ein Heimatgefühl ist kein zu verordnendes Gefühl. Es ist auch nicht zu verordnen, wem oder was man sich verbunden fühlt, denn auch dies sind gesellschaftliche Prozesse, die immer auch einer Neubewertung unterliegen. So, ist ganz einfach eigentlich. Und Ihre vermeintliche Sorge, das kommt ja in dem Antrag so ein bisschen halbherzig auch raus, dass Tradition und Heimatpflege in Thüringen keine Rolle spielen würden, ist zudem übrigens mehr als unbegründet. Der Kollege Adams ist darauf auch schon ein Stück weit eingegangen. Ich will auch noch mal stichpunktartig auf Aspekte in Ihrem Antrag eingehen. Da die Mehrheit der AfD-Fraktionen ja nicht aus Thüringen stammt, weiß sie vielleicht nicht, aber es ist ja schon angesprochen worden, dass der Bezug zu Thüringen in den Jahren der Grundschule, vor allem im Fach Heimat und Sachkunde, aber auch, und das ist jetzt das Spannende, aber auch fächerübergreifend schon immer und sehr traditionell einen großen Raum einnimmt, in dem die Vermittlung geografischer, geschichtlicher, kultureller und heimatkundlicher Sachverhalte erfolgt, die einen Bezug zu Thüringen haben. Und auch da nochmal der Hinweis, der Lehrplan für das Fach Heimat und Sachkunde ist über das Thüringer Schulportal im Internet einsehbar, also auch für Sie zu erreichen. Das Lernen am anderen Ort, was Sie ansprechen und nicht sagen, wo das passieren soll. Aber da will ich Ihnen mal nur eins sagen, das Lernen am anderen Ort wird von der Thüringer Landesregierung bereits besonders und deutlich unterstützt. Die Mittel für diese Vorhaben an den Schulen wurden von knapp 700.000 Euro im Jahr 2017 auf über 2 Millionen Euro 2018 und 2019 erhöht. Das ist etwa das Dreifache und im Übrigen genauso viel, wie Sie für Ihr angebliches tolles Landesprogramm insgesamt ausgeben wollen. Da sollten Sie sich mal fragen, ob das so viel Sinn macht, was Sie da aufgeschrieben haben. Dann fordern Sie Fortbildung für pädagogisches Personal. Da frage ich mich immer, also wo leben Sie denn? Haben Sie schon mal was vom TILM gehört? Haben Sie schon mal was davon gehört, dass natürlich unsere Lehrkräfte Weiter- und Fortbildung haben, und zwar immer während und jederzeit? Also auch da frage ich mich, was soll der Hype um diesen Punkt, weil es passiert. Die Förderung von Feuerwehr, Sportvereinen, Aquarianern, Kultur und sonstigen Vereinen und Gruppen entsprechend der jeweils örtlichen Interessenstruktur, ist übrigens auch der jeweils örtlichen Interessenstruktur, könnte man auch übersetzen, je nachdem, was die jeweilige Region für sich als wichtig erachtet oder als heimatrelevant, wenn Sie das so nennen wollen, findet kommunal und über die Landesverbände oder durch entsprechende Projektförderung seitens des Landes statt und muss nicht durch Sie angeregt werden im Übrigen, weil da sind die zumeist ehrenamtlichen Menschen natürlich sehr engagiert dabei. Und im Übrigen, weil Sie ja vorhin wieder behauptet haben, die Förderung dieser Vereine passiert nur über das Landesprogramm, was Sie ja abschaffen wollen, das ist natürlich größter Humbug. Doch, haben Sie gesagt, dann müssen Sie es mal im Protokoll nachlesen. Dann wollen Sie eine Förderung von Festen, also da weiß ich ja nicht, ich weiß, wo Sie wohnen, aber also örtliche Feste gehören überall dazu, ne? Und die werden im Übrigen auch überall unterstützt.
auch durch ganz viel Engagement. Also ich hätte jetzt beinahe Ihnen eine Einladung zu einem Fest ausgesprochen, aber eigentlich hätte ich Sie nicht so gerne dabei, das muss ich auch sagen. So, im Rahmen der Förderung von Kunst und Kultur wird, und auch das ist schon gesagt worden, wird die Arbeit des Heimatbundes Thüringen vom Land durch unter anderem die Finanzierung einer Geschäftsstelle und einer Projektmanagerstelle gefördert. Als Dachverband ist der Heimatbund ein wichtiger Bildungsträger, der für eine Vielzahl von Themen in der Heimat- und Kulturpflege, aber auch der Natur- und Denkmalpflege aktiv wird. Auf Initiative des Heimatbundes haben sich die amtlich bestellten Kreisheimatpfleger, denn die gibt es in Thüringen übrigens auch schon ohne Landesprogramm der AfD, zur ständigen Konferenz Heimatpflege in Thüringen zusammengeschlossen, um so die Akteure, Vereine und Institutionen der Heimatpflege noch besser einbeziehen zu können. Darüber hinaus, auch das ist bereits erwähnt worden, leistet die Volkskundliche Beratungs- und Dokumentationsstelle in Erfurt für Laien und Wissenschaftlerinnen, Einzelpersonen und Institutionen eine hervorragende und vernetzende Arbeit. Und jetzt noch ein kleiner Lesetipp. Wenn man sich das Kulturkonzept des Freistaats Thüringen anguckt, was in der letzten Legislatur 2012 ja erschienen ist, was auch bis heute quasi als Grundlage für kulturpolitische Diskussionen und Entwicklungen gilt, dann empfehle ich Ihnen, sich da auch mal die Seite 118 anzugucken, weil Sie ja immer befürchten, dass hier quasi nichts passiert in Thüringen. Das ist also, Sie sind fehlgeleitet und da werden Sie sehen, dass natürlich, und das habe ich auch schon gesagt, die Heimat- und Brauchpflege oder Heimat- und Brauchtumspflege, auch wenn ich den Begriff ein bisschen schwierig für mich persönlich finde, spielt natürlich eine große Rolle in Thüringen, auch in der Frage der Zivilgesellschaft und des zivilgesellschaftlichen Zusammenlebens. Aber auf den Traditionen, auf die man sich natürlich beruft, daraus erwachsen Innovationen und Veränderungen. Und das macht im Übrigen eine Gesellschaft auch lebens- und liebenswert. Und das führt auch dazu, dass also Menschen zueinander finden und miteinander Prozesse gestalten und wo nicht vorgegeben werden muss, in welchem Rahmen sie sich zu bewegen haben. Das alles, was ich Ihnen auch in Bezug auf Ihren Antrag mitgeteilt habe, das könnten Sie natürlich wissen, wenn Sie es wirklich und ernsthaft interessieren würde, weil es ist alles nachlesbar und nachweisbar. Aber Ihnen geht es, wie eingangs erwähnt, lediglich um die Abschaffung des Landesprogrammes für Demokratie, Weltoffenheit und Toleranz. Diesen Gefallen werden wir Ihnen, und das dürfte Sie nicht überraschen, natürlich nicht tun. Denn Teil meines Heimatgefühls im Übrigen ist eine tolerante, weltoffene und demokratisch verfasste Gesellschaft, die sich gegen Ausgrenzung einsetzt und willens und fähig ist, über ihren eigenen Tellerrand zu gucken. Das, was Sie also nicht können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.